Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Letztens habe ich nämlich einen Kommentar gelesen unter einem Video, da stand irgendwas dabei mit Ramses, was hältst du denn davon mal so ein Special zu machen, eine Woche lang nur vegetarisch sich zu ernähren? Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, habe mir dann gedacht, da könnte ich ja richtig so ein Special machen, eine Woche lang jeden Tag ein Video, frühs einkaufen, zeigen, was kauft man ein, was plant man so für den Tag, wie abwechslungsreich kann man sich dann ernähren, was kauft man da alles, was man sonst nicht kauft, was kauft man nicht, was man sonst kauft. Vegetarisch dürfte ja noch kein Problem sein, da habt ihr ja immer noch viel Auswahl und das ist leicht zu durchschauen. Vegan ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer, das wäre aber auch interessant, wenn man es also spielen einfach schafft, eine Woche vegetarisch, jemand wie ich, eine Woche vegetarisch durchzukommen, warum dann nicht auch einfach mal eine Woche vegan sich zu ernähren, das wäre natürlich auch brutal, habe ich letztens auch gesehen, Kebab-Chichi, vegan, verbilligt, kauft nämlich keiner, Burger-Patties, vegan, verbilligt, kauft keiner, das wäre perfekt gewesen, ich weiß aber nicht, wie ich das alles immer unterkriegen soll und es wäre wirklich cool, wenn ich das mit jemandem zusammen machen könnte, wir eine Woche lang wirklich vegan zusammen kochen, vegan uns ernähren, also erst eine Woche vegetarisch und wenn das passt, dann eine Woche auch vegan, erstmal sich so zu ernähren, so zu machen, zu gucken, wie teuer ist der ganze Mist und vor allem auch, was habt ihr denn überhaupt für Möglichkeiten, auf was müsst ihr alles verzichten? Das ist aber noch alles ein Stück weit weg. Ich habe nämlich noch überhaupt gar keine Ahnung, mit wem ich das machen soll, wer da Bock drauf hat, wer da Interesse dran hat. Und dann muss auch die Zeit dafür da sein, dass man wirklich mal eine Woche so ein Experiment durchführen kann mit eben dem Einkauf jedes Mal. Dann nur das essen und sich nur davon ernähren, was man an dem Tag für diesen Tag kauft. Ich würde das wirklich so machen, jeden Tag eine Folge, was gekauft wird und die Mahlzeiten am Tag gefilmt. Nächsten Tag wird das Video rausgehauen, während man schon wieder den nächsten Tag selber hat und das macht. Und zur Vorbereitung habe ich jetzt was Interessantes gesehen, das habe ich mal bei Pupsis Schwester, die hat das mal gegessen, wo ich mir nur dachte, was ist das denn, was soll das denn sein? Gab es nämlich hier so einen Algensalat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr den schon mal probiert habt. Algensalat Wakame ist auf jeden Fall auch vegetarisch und ja, warum nicht? Mit Sesam verfeinert, aufgetaut, deutsche Seefischmanufaktur. Da bin ich mal gespannt, was das sein soll. Also Algen natürlich. Algensalat, Wakame, aufgetaut, Zutaten, Seealgen, Braunalge 70%, Agar-Agar 10%, Moorerdpilze 8%, Zucker, Marinade, Sesamöl, Sojasauce, Sojabohnen, Wassersalz, Reinessig. Lauter irgendwelches komisches Zeug, Salz und Chili steht auch dabei. Achtung, dieses Produkt ist ein jodhaltiges Lebensmittel. Ein übermäßiger Verzehr kann zu Störungen der Schilddrüse führen. Daher nicht mehr als eine Portion 100 Gramm täglich verzehren. Dann sind auch die Nährwertangaben da. Was sind denn 100 Gramm? Sind das 100 Gramm? Steht irgendwie gar nicht drauf. Ich hoffe mal, dass das 100 Gramm sind. Achso, hier vorne steht's. 100 Gramm hier an dem Teil. Reißen das mal auf oder wie auch immer wir das aufmachen sollen. Oder wir ziehen einfach mal hier den komischen Aufkleber ab. Algensalat Wakame. Sowas gebt ihr sonst eigentlich nur euren Meerschweinchen oder irgendwas, aber keine Ahnung. Ich habe keine Meerschweinchen, deswegen habe ich die auch natürlich noch nie mit Algen gefüttert. Das ist aber sicher verpackt, dass da nichts rausfliegt. Jetzt müssen wir das noch abmachen. Das muss auch ab. Gleich liegt es in einem Schrank. Machen den mal auf. Gucken mal, wie der riecht. Sieht einfach aus wie Apfelschnüre. Total, weiß ich nicht, so plastisch, so gummiartig. Also der Geruch ist nicht schön, muss ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der vergünstigt war. Der kostet nämlich normalerweise 3 Euro und war jetzt auf 1,49 reduziert. Entweder ist er schon so vergammelt oder es riecht einfach so aufdringlich und so modrig. Also ich guckt euch das nochmal an. Ich muss gucken, dass hier keine Soße rausläuft. Der Algensalat. Mmh,
Lecker! Wollt ihr auch ein Stück? Boah, das riecht auf jeden Fall richtig brutal. Ich glaube, da kann man auch eine Challenge draus machen. Wir versuchen mal hier irgendwas rauszunehmen. Das leuchtet alles so. Das ist so halb zum Durchgucken irgendwie. Sieht einfach aus, als wären das Gummischnüre. Ich kann ihn nicht essen. Ich hab das Stück, was ich jetzt gegessen habe, habe ich runtergeschluckt. Ich weiß es nicht. Ist der wirklich so? Gibt es den so zu kaufen? Schmeckt der so? Dann auf jeden Fall Prost Mahlzeit, wenn ihr euch diese ganze Packung reinhaut. Ich glaube, da kann man wirklich mal eine Challenge mitmachen. Jeder gönnt sich mal so eine Schachtel Algensalat und dann jeder isst die einfach komplett auf und wer zuerst brechen muss, der hat gewonnen. Also ich habe mich ja gefreut, weil ich dachte, so schlimm sieht's ja nicht aus. Ein bisschen grün, ihr habt da ein bisschen rot mit am Rand und dass da auch Chili mit dabei sein soll und alles, aber das riecht schon so abartig einfach. Und dieser eine Biss war so wenig auf der Zunge, da zieht sich mir einfach komplett alles zusammen. Ich kann das nicht essen, keine Ahnung. Es ist ja schön, wer macht sowas? Warum sollte man, ja, vegetarisch ist gesund, ne, wenn alles rauskommt. Wollen wir doch mal einen Biss nehmen. Eine richtig fette, große Gabel in den Mund. Komm, wir sind heute mal mutig. Wir hauen uns hier so ein Humpen rein, kauen das einfach durch, schlucken es runter. Da müssen wir jetzt durch und gucken, ob wir das überleben. Ich habe zur Sicherheit einfach nur mal einen Eimer geholt. Nee, vergesst es. Gönnt euch Algensalat. Aus dem Kaufland auf jeden Fall. War reduziert. Ich weiß nicht warum. Da bezahlt man doch gerne den vollen Preis dafür. Algensalat, Wakame, mit Sesam verfeinert aufgetaucht. Ich habe Tränen in die Augen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr schon mal Algensalat probiert? Kennt ihr den? Esst ihr den gerne? Ich frage mich, was das für ein Unmensch ist, dass sie sich die ganze Packung da reingezogen hat. Hat die denn keine Gefühle? Ich verstehe es nicht. Oh, scheiße, Pupsi kommt. Ich muss die Folge beenden. Wir sind raus. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
Nee, vergesst es.